Er war einer der erfolgreichsten Verkäufer Deutschlands. Das realistische Ziel ist es, den größten Finanzvertrieb der Welt zu haben. Hochgeflogen und tief gefallen. Doch jetzt ist Mehmet Göker zurück. Dieses Konzept ist unschlagbar. Wir verdienen ein Scheißgeld. 100.000 Euro. Ich bin ein Ehrenmann. Was steckt hinter seinem neuen Business? So, das muss jetzt hier irgendwo eins von diesen Gebäuden sein. Krass. Du bist einfach ein Stück Scheiße. Was hat Mehmet Göker vor? 40.000 Euro einen Monat! Ja! Die Chance deines Lebens. Mehmet E. Göker. Also dieser Film hier hat vor ein paar Monaten auf Instagram angefangen, denn da bin ich zufällig auf dieses Video gestoßen. Mein Name ist Mehmet E. Göker. Mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz habe ich einen der größten Vertriebe der Welt geleitet. Ich zeige dir jetzt nach Höhen und Tiefen, wie ich seit Jahren mehr als 100.000 Euro Monat für Monat verdiene. Also wenn Typen in den sozialen Medien erzählen, wie man ganz schnell ganz viel Geld verdienen kann, dann schauen wir von Steuerung F da gern mal genauer hin. Vor allem, wenn ein Mehmet Ercan Göker das verspricht, dann nämlich ist Recherchealarmstufe rot. 2003 gründete Mehmet Göker in Kassel die MEG, sein eigenes Unternehmen, mit gerade einmal Mitte 20. Tresche sagt 110, könnt ihr das bestätigen? Das Business, der Verkauf von privaten Krankenversicherungen. Mit einer Armee von Vertrieblern machte Göker innerhalb kurzer Zeit Millionen. Und er ließ sich feiern wie ein Popstar. Über Mehmet Göker wurden zwei preisgekrönte Filme produziert. Seine Anhänger nennen ihn bis heute The Wolf of Kassel. Aber dann kam der Absturz. 2009, die MEG ist insolvent. Und Göker selbst hat mehrere Strafverfahren am Hals. Göker setzt sich in die Türkei ab. Gegen ihn läuft ein internationaler Haftbefehl. Er soll sich vor den deutschen Gerichten verantworten. Aber die Türkei liefert nicht aus. Praktisch für Göker. Er scheint es sich gut gehen zu lassen in seiner neuen Heimat. Doch seit kurzem ist es wieder unruhig geworden um den Versicherungsvertreter. Er scheint ein neues Millionenbusiness hochzuziehen. Er nennt es das Göker-Konzept. Ich will mit Mehmet Göker über seine neuen Pläne sprechen. Schon früh frage ich ihn für ein Interview an. Seine Antwort? Frau Eva-Schulze, Gabrechten, das passt. Ich bestätige Ihnen das hiermit. Freue mich dann. Sie kommen auf mich zu. So verbleiben wir. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Wir vereinbaren ein Treffen bei ihm in der Türkei. Krass, das ging überraschend easy. So, es ist Sonntagabend, kurz vor 7 und ich nehme gleich an einem Zoom-Call von Herrn Göker teil. Den hat er auf seinem Instagram-Account beworben. Er sagt, er wird darin das Göker-Konzept vorstellen. Was genau das ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich ja dann gleich erfahren. Mit mir sind noch knapp 40 andere Teilnehmer dabei. Ich mache aktuell, verdiene ich ungefähr 50.000 Euro netto. Das ist so mein Verdienst, mein Gehalt in der Woche. Angeblich mit seinem neuen Göker-Konzept. Und das will er uns jetzt verkaufen. Voraussetzung, 3 Stunden Coaching, 6 Wochen Einarbeitung. Die Einarbeitung bedeutet, du verdienst sofort Geld. Du brauchst 1 Stunde netto am Tag. Netto heißt Telefonzeit. Du sagst, okay, ich will dabei sein. 2.970 Euro plus Steuer, also 3,5. Warum das Geld? Ich will keine Schnorre. 3.500 Euro also für Gökers Anleitung zum Reichwerden. Oh, sportlich. Aber was genau ist das Produkt? Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Wir verkaufen nichts. Wir reparieren. Wenn es zu teuer geworden ist, die Krankenversicherung zu teuer, dann machen wir es günstiger. Aber wie genau funktioniert das neue Göker-Konzept? Mehmet Göker verkauft seinen Teilnehmern ein Coaching. Damit sollen sie lernen, wie man am Telefon sogenannte Tarifoptimierungen verkauft. Die Teilnehmer bekommen außerdem Telefonnummern von Privatkrankenversicherten. Die sollen sie anrufen und von einem Tarifwechsel überzeugen, so wie sie es im Coaching gelernt haben. Hat der Angerufene Interesse, dann übernimmt Göker. Er und ein kleines Team in der Türkei suchen jetzt nach einem günstigeren Tarif. Nimmt der Kunde an, dann kassiert Göker ein fettes Honorar, das er mit seinem Schüler teilt. So das Versprechen im Göker-Konzept. Gib mir 5 Stunden und ich gebe dir 10.000 Euro netto im Monat. Gib mir 20 Stunden die Woche und ich gebe dir 30.000 bis 40.000 Euro netto im Monat. Alles andere
drauf geschissen. Ich garantiere dafür mit meinem Namen. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Online finde ich zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zum Göker-Konzept. Bloß zwei Einträge auf Trustpilot, die davor warnen. Vollspast. Zieht den Leuten Geld aus der Tasche und erbringt keine Dienstleistung. Gnadenlose Abzocke. Ich bekomme einen weiteren Hinweis. Über Instagram kontaktiert mich ein Teilnehmer des Göker-Konzepts. Hallo, Frau Schulze-Gabrechten. Können wir vertrauensvoll miteinander sprechen? Es geht um eine Reportage, an der Sie arbeiten, für die ich mich interessiere und ich Ihnen vielleicht auch weiterhelfen kann. Wir telefonieren. Wann war das denn überhaupt, dass ich das mal verstehe? Seit wann bist du mit bei der MEG? Ein Interview will er nicht geben, aber er bringt mich mit weiteren Teilnehmern in Kontakt. Ah, also von dieser Zusatzregel haben Sie erst erfahren, als Sie schon überwiesen hatten. Ich telefoniere einen nach dem anderen ab. Auch von denen will niemand ein Interview geben. Sie alle machen Göker und seinem Konzept schwere Vorwürfe. Nicht 0 Euro bekommen. Würden Sie also anderen die Teilnahme am Göker-Konzept empfehlen? Er würde sowohl seine Jungs als auch die Kunden abzocken. Über meine Informanten bekomme ich ab jetzt Einblicke in die MEG-WhatsApp-Gruppe. Sie ist das Herzstück des Göker-Konzepts. Hier wird das gesamte Business organisiert. In der Gruppe sind alle Teilnehmer, Gökers enge Mitarbeiter in der Türkei und natürlich der Chef selbst. Mandat raus. 37.000 Euro. Killer. 43 Termine. Achtung, Angebote. Ich bekomme Einblicke in Gökers Coaching in der Türkei. Körpersprache, bitte nichts auf dem Tisch, außer das, was wir brauchen. Es geht ums Verkaufen. Der Profi zeigt, wie es läuft. Zeitgleich. Wer zuerst jemanden am Telefon hat, sagt bitte klar und deutlich, nicht hallo, sondern hallo, wie ein Mann. Klare Körperhaltung. Sowas ist scheiße hier mit so einem Ding da. Ja, willst du den ganzen Tag mit dem Lasso da durch die Gegend rumlaufen, hast auch keinen Bock zu. Das muss alles passen. Göker und seine Teilnehmer telefonieren übers Internet. Dass sie wie zum Beispiel hier in der Türkei sitzen, sehen die Angerufenen nicht. Ihnen wird eine deutsche Festnetznummer angezeigt. Professionelles Umfeld, professioneller Arbeitsplatz, gute Atmosphäre. Nur so läuft's. Mein Leitfaden zeigt jedem, der mit mir arbeitet, inklusive mir, wie man gewinnt, bevor man anruft. Der Gesprächsleitfaden gibt den Teilnehmern genau vor, wie sie ihre Verkaufsgespräche führen sollen. Es ist offenbar ein Baukasten fürs Überreden. Und Göker geht dazwischen, damit alles genau nach Plan läuft. Die Beitragsanpassung sind nur noch 300 Euro. So jede zukünftige Beitragsanpassung. Beitragsanpassung in der Zukunft ist für Sie ihre ein Gewinn. Das heißt, Sie sparen immer, immer mehr. Den Kundinnen und Kunden werden große Versprechen gemacht. Und fürs Verkaufen nimmt es Göker offenbar auch mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Also ich würde erstmal nicht sagen, ich habe in den letzten zwei, sondern ich habe vor 3 Jahren angerufen. Vor 3 Jahren habe ich angerufen und da haben wir miteinander geredet. So, und dann sagt derjenige, ja, kann ich mich nicht erinnern. Was sagt ihr? Ja, ist ja auch nicht schlimm. Doch, Sie können sich an mich nicht erinnern. Ja, wir hatten so ein tolles Gespräch, haben 20 Minuten zu halten. Ich dachte, Sie werden mich nie vergessen. So schnell, aus dem Augen, aus dem Sinn, Herr Müller. Ha? Ich hoffe, das ist bei Frauen nicht so bei Ihnen. Diese Leute wollen alles. Es geht ja nur darum, vertraue ich dem Kanacken am Telefon oder nicht. Es geht nur um das Vertrauen. Verkaufen bedeutet Vertrauen. Aber wie verkauft er von der Türkei aus? In den Unterlagen zum Göker-Konzept taucht eine Firma auf. Die Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Das muss das Unternehmen sein, über das Göker seine Geschäfte in Deutschland abwickelt. Die Website der Finanzcheck Rhein-Main GmbH macht einen seltsamen Eindruck. Rechtschreibfehler, Fake-Siegel, Videos, die offline sind. Und ein Geschäftsführer, der nicht auf unsere Anfragen reagiert. Mehmet Gökers Name taucht hier nirgendwo auf. Wie läuft sein Geschäft mit diesem Unternehmen ab? Er selbst bringt mich auf eine Spur. Auf Instagram feiert er einen besonders hohen Geldeingang durch eine Versicherte. Frau B. habe das Honorar in Höhe von 7.000 Euro gestern überwiesen. Über viele Ecken finde ich heraus, wer sie ist. Frau B. aus München. Ihren vollen Namen soll ich nicht nennen. Wie ist nochmal der Erstkontakt mit der Finanzcheck Rhein-Main GmbH entstanden? Also ich bin angerufen von einem Mitarbeiter. Was Frau B. mir erzählt, hätte ich nicht erwartet. Vor wenigen Wochen erhält sie einen Anruf. Am Telefon ein Berater der Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Er will sie von einem Tarifwechsel in ihrer privaten Krankenversicherung überzeugen. Frau B. ist interessiert und lässt sich ein Angebot erstellen. Und das klingt sehr gut. Sie könne in Zukunft ihre Kosten mehr als halbieren bei gleichen Leistungen. Noch bevor Frau B. das Angebot annimmt, bekommt sie auch schon eine Rechnung. Frau B. ist unsicher.
Aber dann bekommt sie einen weiteren Anruf. Am Telefon ist ein Mann, der sich als Mitarbeiter ihrer Krankenversicherung ausgibt. Er empfiehlt ihr, den Tarifwechsel mit der Finanzcheck Rhein-Main GmbH durchzuführen. Eine Empfehlung der Versicherung? Das klingt seriös. Frau B. überweist 7.000 Euro. Doch dann kommen ihr Zweifel. Auf ihre Nachfragen reagiert die Finanzcheck nicht. Frau B. schickt schließlich einen Widerruf. Und die Finanzcheck taucht ab. Frau B. schickt mir alle Unterlagen, die sie von der Finanzcheck Rhein-Main GmbH bekommen hat. Und die sind voller Unregelmäßigkeiten. Sie hat 7.000 Euro für die sogenannte Tarifoptimierung bezahlt. Ein unfassbar hohes Honorar für diese Branche. Völlig aus der Luft gegriffen. Ich kontaktiere die Krankenversicherung von Frau B., die Allianz. Und die teilt mir mit, der verkaufte Tarifwechsel sei so gar nicht möglich. Auch die monatliche Ersparnis, die ihr in Aussicht gestellt wurde, unrealistisch. Aber warum sollte dann die Allianz das Ganze empfohlen haben? Ein Mitarbeiter hat ja angeblich angerufen. Und jetzt kommt der Hammer. Liebe Frau Schulze-Gabrechten, ein Telefonat, wie Sie bzw. die Kundin es beschreiben, ist nicht von einem Allianz-Mitarbeiter durchgeführt worden. Krass. Aber wer hat Frau B. belogen und ihr das Angebot der Finanzcheck empfohlen? Inzwischen hat sich ein aktueller Teilnehmer am Göker-Konzept zu einem Interview bereit erklärt. Er hat Einblicke hinter die Kulissen und eine mögliche Erklärung im Fall von Frau B. Die Mandate, die nicht innerhalb von 2-3 Tagen zurückkommen, werden vom Innendienst angerufen. Da wird gesagt, hallo, wir sind von der Versicherung. Bitte schicken Sie das Mandat zurück an die Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Die warten auf das Mandat. Das heißt, das Backoffice von Herrn Göker suggeriert, wir sind der Versicherer und wir empfehlen Ihnen sozusagen den Service der Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Genau. Weder Mehmet Göker selbst noch die Finanzcheck Rhein-Main GmbH wollen sich zu diesem Vorwurf äußern. Ach übrigens, Frau B. hat sich gewehrt und eine Anwältin genommen. Die Finanzcheck ist sofort eingeknickt und hat das Geld plus Anwaltskosten zurückgezahlt. Es gab nur eine kleine Bitte, Ratenzahlung. Das Unternehmen könne den Betrag nicht auf einmal leisten. Was ist das für ein Laden? In Frankfurt am Main ist der Sitz der Finanzcheck. Hier wird geklotzt, nicht gekleckert. Ganz nach Mehmet Gökers Geschmack. Wir, die Finanzcheck Rhein-Main GmbH, sind Europas größte Optimierer. Das ist der Unterschied zwischen einem Wald- und Wiesenmakler und der Finance Check GmbH Rhein-Main in Frankfurt am Main aus der Zentrale der Macht. Ich bin jetzt echt gespannt, wie es da aussieht. Ich bin so, ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Ich glaube, ich denke die ganze Zeit, dass Gökhan da selber steht. Aber ist ja Quatsch, der hängt in der Türkei und hat einen Haftbefehl hier in Deutschland. Naja. Am Ende landen wir in einem Gewerbegebiet am Rande der Stadt. So, das muss jetzt hier irgendwo eins von diesen Gebäuden sein. Wir gucken uns das jetzt mal an. Schauen wir mal, wo die Finanzcheck ihren Sitz hat. Auf zur Zentrale der Macht, also laut Mehmet Göker. Nach Finanzzentrum sieht's hier allerdings nicht aus. Aber die Adresse stimmt. Wir sind richtig. Hier ist die Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Keine Klingel, dafür ein spezieller Briefkasten. Da würde ich mir ja gut überlegen, ob ich hier so ein paar tausend Euro für eine Tarifoptimierung hinlege. Also ein seriöses Unternehmen. Gegenüber befindet sich ein anderes Unternehmen. Gerade sind ein paar Mitarbeiter draußen. Und sie erzählen mir, dass nur selten Betrieb bei der Finanzcheck Rhein-Main GmbH sei. Und dass die Polizei die Firma vor einigen Monaten durchsucht habe. Und tatsächlich, es gibt ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Finanzcheck Rhein-Main GmbH. 5 Beschuldigte sollen Betrug begangen haben. Ich habe inzwischen einige Fragen an Mehmet Göker. Unser Interview hat er in den letzten Monaten immer wieder verschoben. Ich habe so das Gefühl, Herr Göker ist nicht mehr so interessiert an dem Interview. Ich frage mich halt auch, ob er von meinem Besuch in Frankfurt mitbekommen hat am Firmensitz der Finanzcheck. So. Das klingelt. Herr Göker geht wieder nicht ans Telefon. Aber er schickt mir eine Sprachnachricht. Frau Schulze-Gabrechten, also nach aktuellem Stand, ich grüße Sie erstmal, einen wunderschönen guten Tag, werde in 3 Wochen in Wien und in München sein. Dort können wir uns gerne treffen. Was halten Sie davon? Wien oder München? Ist auch für Sie deutlich näher. Finde ich super. Ich frage mich nur, wie das mit Herrn Gökers Haftbefehl gehen soll. Wir werden sehen. Um Mehmet Göker besser verstehen zu können,
hilft ein Blick in seine Vergangenheit. Er war mal der bekannteste Versicherungsvertreter in Deutschland. Auch wegen seines rasanten Aufstiegs. Denn er hat klein angefangen. Sehr klein. Das sind hier Momente, in denen man natürlich wieder gerne zurückdenkt. Das war mein Kinderzimmer. Hier war rechts mein Schreibtisch, links war mein Bett. Insgesamt sind das hier knapp 9 Quadratmeter, das Zimmer. Und auf diesen 9 Quadratmetern kam ich in die Pubertät, kam in die Jugend. Also ganz viele Erinnerungen. Und mein erstes Büro, meine ersten Kunden hatte ich hier. Und da gab es auch witzige Geschichten. Da klopft meine Mutter und sagt nachmittags, hier noch ein Nutella-Brot für dich. Und dann sage ich, Mutter, ich spreche gerade mit dem Kunden. Sagt der Kunde, wer war das denn? Dann habe ich gesagt, das war gerade meine Assistentin. Ne? Also hier begann alles. Und dann begann der Kult. Wieso macht man das nicht mit Vollnarkose? Legendär ist dieses Video. Mehmet Göker und einige seiner engsten Vertriebler lassen sich das Handgelenk tätowieren. Die Buchstaben MEG, der Firmenname. Und nicht zufällig Mehmet Ercan Gökers Initialen. Einer, der Mehmet Göker noch aus diesen Zeiten kennt, ist Dr. Fritz Westerle. Er verwaltet das Insolvenzverfahren gegen die MEG. Wissen Sie, am Anfang des Insolvenzverfahrens habe ich 5 bis 7 Ordner gefunden. Da stand drauf Referenzen. Und dann waren da Briefe und Mails drin. Waren Mitarbeiter. Mehmet, du bist mein Gott. Ich habe heute den neuen Porsche bekommen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde auch für dich töten. Also es ist, und zwar 7 Ordner voll von solchen Briefen und Mails. Das war praktisch eine Art Sekte. Dieses Vertriebssystem gerät jedoch schnell aus dem Ruder. Die MEG bekommt einen zweifelhaften Ruf. Wir werden im Laufe, danke Kresch und tschüss. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen mehrere Mitarbeiter entlassen und vor Gericht bringen wegen Urkundenfälschung. 1/3 von diesen Stornos, 50.000, ist wegen Urkundenfälschung Betrug, weil Kunden widerrufen, weil sie gesagt haben, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das kommt nicht ins Fernsehen. Wegen Urkundenfälschung. Na, das kann nicht sein. Und wir gehen rigoros vor. Zum Schluss war da Tohuwabohu. Es wurde nicht mehr so gearbeitet wie am Anfang. Und heute? Göker hat neue Anhänger um sich geschart. Alle telefonieren, bitte. Jetzt. Und bitte alle draußen. Ja, keiner da drin, weil dann kriegt das nicht mit. Weiter geht's. Wenn einer jemanden hat, wir haben 9 Mann am Telefon. Sobald er jemanden hat, auflegen der Nächste. Und auch heute peitscht Göker seine Vertriebler an, als ginge es um Leben und Tod. Ich stehe vor euch. Ich gehe voran. Ich zeige, wie es gemacht wird. Ich bin Napoleon. Ich erzähle nicht, wie wir den Krieg gewinnen. Ich zeige, wie wir den Krieg gewinnen. Ja? Mein Vorbild ist Atatürk. Der hat nicht gesagt, wir kommen hierher, um die Schlacht zu gewinnen. Nein, wir kommen hierher, um zu sterben. Und seine Jünger schwören ihm die Treue. Werbewirksam auf Instagram. Das ist mein Vertriebsgott! Dieses Konzept hat mein Leben um 180 Grad gedreht. Ja? Ich bin der glücklichste und zufriedenste Mensch auf diesem Planeten, kommt es mir manchmal vor. Denn ich habe jetzt hier einen Job, der mich komplett erfüllt. Das geht an all die, die aus ihrem Leben was Besonderes machen. Wenn ihr ein Feuer in euch habt, dann macht dieser Mann daraus einen feuerspuckenden Vulkan. Und mit diesem Mann möchte ich nach wie vor sprechen. Nach Wien oder München ist Herr Göker nicht gekommen. Immer neue Absagen. Frau Eva Schulze-Gabrichten, am Montag bin ich in einem Kinderheim, wo ich 1200 bedürftigen Kindern noch Kleidung spende. Ab Dienstag können wir das dann machen. Ein Videointerview am Dienstag also. Ich bin gespannt. Ich bin auf dem Weg zu einem geheimen Treffpunkt. Einer meiner Informanten hat sich nach Wochen zu einem Gespräch bereit erklärt. Warten Sie da mal kurz, ich bin in 2-3 Minuten bei Ihnen, ja? Danke. Danke, tschüss. Er will unerkannt bleiben, denn er hat Angst vor Mehmet Göker. 5 Monate lang hat er am Göker-Konzept teilgenommen. Warum sind Sie beim Göker-Konzept ausgestiegen? Alles basiert auf Betrug. Sie müssen Omas und Opas über den Tisch ziehen und dann kann man selbst nachts nicht schlafen.
Mein Informant erzählt mir außerdem, wie Kunden auf seine Anrufe reagiert haben. Ich habe kein Interesse. Ich habe Ihrer Firma 10.000 Mal gesagt. Rufen Sie mich bitte nie wieder an, sonst zeige ich Sie an. Wie häufig haben Sie das erlebt, dass Angerufene so reagiert haben? Es gab kaum einen Kunden, der das nicht gesagt hat. Das zeigt auch ein Blick in die MEG-WhatsApp-Gruppe. Hier häufen sich Nachrichten über Kundenbeschwerden und unangenehme Anrufe. Nach ersten Satz wussten die Kunden schon, dass es um PKV geht und manche kriegen dreimal die Woche Anrufe mit gleichem Text. Ich google den Namen meines Leads und erfahre, dass dieser vor circa 2 Jahren verstorben ist. Zum Glück habe ich nicht angerufen, das wäre sonst ziemlich eklig gewesen. Herrn nicht mehr anrufen, ist Metzger und möchte uns gerne verarbeiten. Ich werde jetzt mal bei ein paar von diesen Nummern anrufen und nachfragen, was für Erfahrungen diese Privatpersonen mit dem Unternehmen von Herrn Göker gemacht haben, wann die überhaupt und wie oft die kontaktiert wurden. Ich bin echt mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich recherchiere zurzeit zu einem Unternehmen, das nennt sich Finanzcheck Rhein-Main GmbH. Haben Sie damit Erfahrung gemacht? Oh Gott. Ja, 4-mal in den letzten 3 Monaten. Mhm. Und das, wenn Sie jetzt mal schätzen würden, was glauben Sie, wie oft ist das, haben Sie einen Anruf bekommen? 20 Mal. Und immer von der Finanzcheck Rhein-Main. Ja, ja. Die nervigste Firma von allen. Mhm. Und war es so, dass Sie oder Ihr Vater sich jemals irgendwo eingetragen haben, dass Sie interessiert sind an so einer Optimierung? Nee, noch nie. Mhm. Also Sie haben dann im Gespräch gesagt, Sie möchten es nicht, haben aufgelegt und am nächsten Tag hat das Telefon wieder geklingelt. Die Bundesnetzagentur bestätigt mir auf Anfrage, dass gegen die Finanzcheck Rhein-Main GmbH Beschwerden wegen unerlaubter Werbeanrufe vorliegen. Aber was ist mit den Teilnehmern des Göker-Konzepts? Die überwiegend jungen Männer am Telefon. Bekommen sie, was ihnen versprochen wird? Die schnelle Kohle? So, einen wunderschönen guten Abend. Heute mit Bart. Dann starten wir. Es ist 19 Uhr Deutschland, 21 Uhr Türkei. Kundenanfragen haben wir so viel du willst. Jeden Tag kriegst du sie per E-Mail. Sie warten auf deinen Anruf. Der beste Mann Frank Behl hat jetzt 6-stellig geknackt. 100.000 Euro. Fast täglich teilt Göker Geldeingänge auf Instagram. Angebliche Überweisungen von Kundinnen und Kunden. An einem Tag. Kohle für ihn und seine Konzeptteilnehmer. Die Message ist klar. Du wirst nie wieder finanzielle Sorgen haben. Ich schwöre euch, jetzt sagen wir die Türken, ich schwöre. Ich gebe euch mein Ehrenwort. Dieses Konzept ist unschlagbar. 10.000, 15.000 Euro die Woche ist absolut machbar. Wie viel Geld hast du denn bisher so verdient? Aktuell sind das bei mir sowas bei 2.000 Euro. Davon gehen aber noch Leadkosten runter. Das wird sich bei so plus minus null belaufen. In 2,5 Monaten? Ja, in 2,5 Monaten, ja. Die Leads, von denen er spricht, sind das Gold der Branche. Das sind Kundendaten für die Verkaufsgespräche. Mit Name, Adresse, Telefonnummer von Versicherten. Für diese Leads nimmt Göker von seinen Teilnehmern zusätzlich Geld. Ein einträgliches Geschäft. Alle, die neu sind, vertraut mir, nimm die 10-Euro-Leads. Nimm die zusätzlich. Ja, nimm die. Das ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Man zahlt für ein Lead 10 Euro plus Steuer. Man kann nicht nur ein Lead bestellen, man muss immer 20 Leads auf einmal ordern. Und die hat man in 2 Tagen durch. Also ich habe Leadkosten von knapp 3.000 Euro schon. Ich persönlich habe jetzt den Eindruck, du arbeitest viel. Du sagst mir, du machst mehrere Stunden am Tag, telefonierst da deine 20 Leads ab, kommst aber bei 0 Euro raus. Ja, es ist halt schnell eine Diskrepanz aufgebaut. Für 200 bis 400 Euro kaufst du Leads. Die sind qualitativ kompletter Schrott. Schlechte Leads heißt schlechte Chancen auf ein erfolgreiches Verkaufsgespräch. Und damit auch auf die von Göker versprochenen hohen Provisionen. Aber das heißt ja de facto, es funktioniert nicht. Tja, also bis jetzt ist noch nicht viel bei mir rumgekommen. Das ist so. Es gibt einige Leute, die fahren ganz gut damit. Angeblich verdienen die 6-stellig im Monat. Aber dafür gibt's keine Belege. Als Beleg müssen den Teilnehmern Gökers Insta-Videos reichen. 42.000 Euro Nettosumme. 7 Monate gibt es das Göker-Konzept. Ja. Frank, ich bin sehr stolz vor den anderen 15, die auch immer besser werden. Mehmet Göker verspricht nicht nur etwas, der hält sein Wort. Auszahlungen, egal wie kannst du die abholen, wenn du auch bist. Hier ist der Beweis, ja, für jeden Deppen da draußen oder was weiß ich, die Scheiße da arbeitet, die einfach nicht den Arsch hochkriegen, dann kriege ich Aggressionen und dann telefonieren und telefonieren, die 10 Kunden anrufen und es klappt nicht und dann sagt, nichts verdient, funktioniert nicht.
40.000 Euro einen Monat! Ja! Aha. Wer nichts verdient, ist also selber schuld. Auf die Frage, wie viel Geld er bisher im Göker-Konzept wirklich verdient hat, hat Vorzeigeverkäufer Frank Behl uns nicht geantwortet. Inzwischen häufen sich auf Trustpilot negative Bewertungen zum Göker-Konzept. Auch Mehmet Göker selbst wird angegriffen. Achtung, Finger weg. Finger weg, Betrüger. Teilweise reagiert Herr Göker sehr beleidigend und extrem emotional und damit unprofessionell. Doch wenige Wochen später plötzlich der totale Wandel. 89% hervorragende Bewertungen für Mehmet Göker und sein Geschäftsmodell. In kürzester Zeit. Hammer! Heute erste Stunde Zoom-Call und mir steht die Latte immer noch. Willst du richtig das Verkaufen lernen? Dann geh zum Meister. The Wolf of Germany. Ein Mensch wie Mehmet gibt es nur alle 100 Jahre einmal. Wieso plötzlich so viel Lob für Göker und sein Konzept? Ganz einfach. In der MEG-Gruppe ruft er zu 5-Sterne-Bewertungen auf. Das erklärt offenbar den 5-Sterne-Hype. Ich habe auch eine geschrieben, weil sonst hätte ich ja schlecht dagestanden oder negativ was mit ihm haben können. Viele Leute haben Schiss vor Mehmet Göker. Das habe ich auch daran gemerkt in meiner Recherche, dass keiner der Informanten frei und erkennbar vor der Kamera mit mir sprechen wollte. Ja, und wenn man sich mal anguckt, wie Mehmet Göker in der MEG-WhatsApp-Gruppe mit Kritik an ihm oder an seinem Göker-Konzept umgeht, ja, dann erklärt sich mir auch, warum. So, pass auf, Spasti. Du wirst jetzt blockiert. Du bist das dümmste Stück Scheiße des Begegnisses. Du bist einfach das, was ich ein Stück Dreck nenne. Ja, einfach ein Stück Scheiße. Du Mongo-Wichser. In der Türkei dagegen eitel Sonnenschein. Mehmet Göker präsentiert hier übrigens sein Backoffice. Hier werden am Ende offenbar auch die eigentlichen Deals mit den Versicherungen eingetütet. 6 von 29 sind raus. Kümmert sich hier mit um die IT und hilft bei den Angeboten mit. Frankie hat gerade Besonders gern wird auch Göker Starverkäufer Nummer 1 hervorgehoben. Deine Energie, deine Leidenschaft steckt an. Wenn man uns mal in ein Zimmer steckt, dann muss man einfach aufpassen, dass keine Atomexplosion gibt. Das war gigantisch. Und wieder hängt offenbar ein Kunde am Haken. Danke, tschüss. Das ist der 4000er, ne? Herzlichen Glückwunsch. 4000 Euro, 2 Minuten am Telefon. Mach Superstar. Bam! Ich kann nicht mehr. Ich bin sowas von durch. Gepushte Verkäufer, Unregelmäßigkeiten bei seinen Geschäften. Gerne hätte ich über all das mit Mehmet Göker gesprochen. Aber er gibt immer noch kein Interview. Jetzt verweist er auf seine Krebserkrankung, die er allerdings schon vor über einem Jahr öffentlich gemacht hat. Es ist Gökers letzte Absage. Ich bin in meiner Krebsbehandlung, hatte vor 9 Tagen meine OP. Ist Ihnen bewusst, dass Sie ständig von Interview reden und ich bei meinem Live-Auftritt nach 20 Minuten fast zusammenbreche? Eine Krebserkrankung ist eine ernstzunehmende Sache. Allerdings liegen viele Monate mit vielen Anfragen hinter uns. Und der Zusammenbruch? Der Live-Auftritt, den Göker meint, sah jedenfalls so aus. Wir haben die Provision, aber keine Stornoachtung. Kundenanfragen sind da. Worauf wartest du? Soll ich dir Messing-Eier ankleben oder kriegst du es selbst nicht bei mir zum Helden? Kurz vor Veröffentlichung noch eine Neuigkeit. Ich erfahre vom Landgericht Kassel, dass der Haftbefehl gegen Mehmet Göker aufgehoben wurde. Mehmet Göker kann ab jetzt also zurück nach Deutschland. Und auf Instagram hat er gerade seine neuesten Pläne verkündet. Ich werde mir jetzt holen, was mir immer rechtmäßig zustand. Und du entscheidest, ob du ein Teil dieses Ganzen sein möchtest oder ob du nur wieder Zuschauer vor dem Bildschirm bist. Eure Chance, nutzt sie, unsere Chance. Einer alleine kann träumen, aber wenn mehrere gemeinsam träumen, wird es die Realität, die Chance deines Lebens. Mehmet E. Göker. Ich bin echt gespannt, ob und wenn ja, wann Mehmet Göker zurück nach Deutschland kommt und wie es weitergeht mit seinem Göker-Konzept. Was haltet ihr von Mehmet Gökers Rückkehr und seinem neuen Geschäft? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich habe noch 2 Filmempfehlungen für euch. Einmal auch zu großen Versprechen im Vertrieb von den Kollegen von Reporter zum Network Marketing und von meinem Kollegen Christian Deker zu der Frage, was wir Journalistinnen und Journalisten eigentlich dürfen in unserer Recherche und was nicht. Ich freue mich total, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr Bock habt, lasst STRG F ein Abo da.